Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von Stardew Valley unter Linux. Ich weiß, es war lange Zeit angekündigt und ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ich habe das glaube ich vor einem Dreivierteljahr mal gesagt, in dem Moment, wenn dieses Spiel rauskommt, dann mache ich dazu ein Video, ich mache 1000 Videos dazu. Was habe ich gemacht? Nix. Ja, so ist das. Privatleben, die Sau. Naja, aber jetzt haben wir es ja immerhin schon Februar 2017. Ich glaube, die Geschichte ist mittlerweile seit fast einem Jahr online. Und da ich ja eher so der Retro-Spieler bin, passt das ja wunderbar zu meinen Geflogenheiten, soll heißen, quasi nach fast einem Jahr Stardew Valley unter Linux, dann mittlerweile jetzt auch mal was von mir, beziehungsweise von Olase für euch, ein kurz angespielt. Und ja, genug des Intros. Wir sagen an dieser Stelle Nu, denn ihr wollt ja wissen, wie das Spiel losgeht. Und später gehen wir nochmal drauf ein, was ich da mittlerweile schon so ein bisschen gerockt habe. Name. Olase Boy. Olase Box. Olase Boy. Ich bin der Olase Boy, der Name. Der Farmname ist natürlich Olase Farm. Und das Ding, was ich am meisten liebe in dieser Welt, ist natürlich Linux Gaming. Ist ganz einfach. Eigentlich könnte man das hier durch Autokomplettierung. Aber gut, wir suchen uns einen Skin aus. Also es geht darum, man ist jemand und muss eine Farm leiten. Aber den Rest erfahrt ihr gleich im Intro. Wir sehen erstmal zu, dass wir uns hier einen möglichst hübschen Kollegen zusammenfrickeln. Genau, das ist genau meine Farbe. Ich bin der Hundemensch. Habe ich gern gelernt. Meine Augenfarbe kann eigentlich gar nicht rosa genug sein. Meine Haarfarbe kann im Übrigen auch nicht rosa genug sein. Und die Farbe meiner Hosen ist selbstverständlich rot oder schwarz. Nein, ich bleibe rot. So. Ich bin wunderschön und ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Männchen tun wir nicht das Intro skippen. Nein, das dürft ihr euch geben. Und ich halte einfach mal ein paar Minuten die Klappe. Aber bevor ich darauf klicke, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit zu sagen, dass man auf der Standardfarm leben möchte. Das ist die, die es von Anfang an gab. Aber mittlerweile gibt es auch die Riverland Farm, die Forest Farm, die Hilltop Farm und die Wilderness Farm. Ja, nachts kommen, also Wilderness Farm, nachts kommen Monsters raus. Auf der Farm kommen Monster raus und greifen einen an. Hilltop Farm ist, ja, steiniges Terrain. Ne, aber dafür gibt es hier und da mal ein paar Mineralien abzugreifen. Direkt auf der Farm, man muss gar nicht erst in den Berg rein. Forest Farm ist auch, ziemlich klar. Also man hat quasi die Vorteile des Waldes auf der eigenen Farm direkt mit. Und Riverland Farm ist auch soweit klar. Alles ist voller Fisch. Wir nehmen einfach mal ganz frech die Hilltop Farm. Einfach aus dem einfachen Grund. Einfach, weil ich das nicht kenne. So. Back. Nein, das sollte ich nicht tun. Okay. Spannung. Und für meinen sehr speziellen Großstiefsohn, nein, für meinen sehr speziellen Enkel, möchte ich, dass du diesen verschlossenen Briefumschlag an dich nimmst. So, den haben wir jetzt quasi bekommen von unserem scheinbar sterbenden Großvater. Nein, mach ihn jetzt noch nicht auf. Hab ein wenig Geduld. Und jetzt hör mir ganz genau zu. Es wird einen Tag kommen, an dem du dich von den Bürden des modernen Lebens erdrückt fühlst. Dieser Tag wird kommen, mein Freund. Er wird kommen. Und dein helles Charakterbla wird von einer wachsenden Leere gefressen. Wenn das passiert, mein Junge, dann wirst du bereit sein für dieses von mir an dich soeben überreichte Geschenk. Yeah. Und jetzt lass deinen Großvater bitte etwas ruhen. XX Jahre später. Wir sehen uns konfrontiert mit der Joja Company, scheinbar. Lächle, denn du gehörst zu Joja. Wir sehen hier einige sehr engagierte Mexikaner. Oder Pädophile. Ich weiß nicht, was das ganz links im Bild gerade sein soll. Ah, das Leben ist besser mit Joja. Und hier dieser nette, rosa wirkende Kollege da in der Mitte mit dem Wassertropfen über der Stirn. Das sind scheinbar wir. Ganz rechts ist übrigens einer Ratatouille. Nee, wie hieß es denn? Feng Shui? Nein. Kayoshi heißt das, glaube ich, so. Dieses Japanische für Überarbeiten. Tod durch Überarbeitung. Karoshi? Karoshi? Ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Also, hier ist dieser Umschlag. Das sind immer noch wir. Hier ist unser Computer mit dem Temp und D und so. Und hier ist die Maus und... Wahnsinn. Das ist der Umschlag.
Lieber Hulaseboy, wenn du das hier liest, dann musst du echt in der Bedürfnis sein. Dann bedarf es scheinbar einer echten Veränderung bei dir. Dasselbe ist auch mir passiert vor langer, langer Zeit. Ich hatte sämtliche Aussichten darauf verloren, was im Leben wirklich zählt. Echte Verbindungen mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles stehen und liegen lassen und bin zu einem Ort gezogen, an den ich wahrlich gehörte. Ich habe die Besitzurkunde zu diesem Platz in diesem Umschlag mit inbegriffen. Meine Pride? Stolz und Spaß? Ja, mein Stolz und Spaß. Die Hulase-Farm. Farm. Großvater war schon immer etwas merkwürdig. Er musste manche Sachen doppelt sagen, sonst kam das nicht ganz in seinem Gehirn an. Sie befindet sich in Stardew Valley und an der südlichen Küste. Es ist perfekt, um dort ein neues Leben anzufangen. Das ist mein wertvollster Besitz und auch mein wertvollstes Geschenk von allen, die ich habe. Und jetzt gehört es dir. Man weiß es nicht, man munkelt's nur. Egal, weiter. PS, wenn Louis, dieser alte Hauding, dieser alte Kupferstecher, dieser Dirnenmagnet noch lebt, sag ihm Hi von dem alten Typ. Nein, soll dem alten Typ Louis Hallo sagen von mir. Machst du das? Mach ich. Ja, okay, X. Das X ich mal eben weg. Jetzt sind wir schon ein paar Minuten drin und ich habe noch gar nichts gezeigt. Tja, gewöhnt euch dran, denn Stardew Valley ist kein Spiel, was man an zwei Abenden durchspielt. Ganz im Gegenteil. Ich gebe ganz offen an dieser Stelle zu, auch wenn das vielleicht schon ein bisschen überfällig ist. Ich selbst habe es noch nicht durchgespielt. Ich hänge irgendwo im Sommer von Jahr 2 fest, aber dazu später mehr. Wahnsinnige 0,5 Meilen bis nach Stardew Valley. Selbst diesem Vogel war der Weg zu weit. Er ruht sich am besten mal auf diesem Schild auf. Er hat es sich auch verdient. Wahrscheinlich kommt er gerade den langen Weg aus Afrika. Und wenn ich der Geräuschkulisse richtig folgen konnte, ist der Bus gerade gestorben. Hallo, du bist bestimmt dieser Hulase-Boy. Ich bin Robin, die lokale Schreinerin. Major Lewis hat mich hierher geschickt, damit ich abhole und dir dein neues Zuhause zeige. Er wird auch dort sein in wenigen Minuten. Er ist gerade da und wird macht gerade ein paar Sachen sauber für dich, damit du da ankommen kannst. Die neue Farm ist gleich da drüben, wenn du mir kurz folgen möchtest, du kleine pinkhaarige Sau. So, da sind wir. Das ist quasi unsere Hutze. Das ist quasi Robin. Und das sind quasi wir. Das ist die Hulase-Farm. Auch sie hat diesen Sprachfehler, den mein Großvater hatte. Das ist so ein genetischer Defekt in der Ecke. Hulase-Farm. So, ich erschrecke mich, weil alles aussieht wie Scheiße. Was denn los, Junge? Klar, so ein bisschen was über die Jahre da so ein bisschen drüber gewachsen, aber ein bisschen Dünger. Da ist echt guter Anbauboden unter dieser Katastrophe von Land. So. Mit ein bisschen Hingabe wirst du es schon schaffen, die ganze Geschichte hier aufzuräumen und da echt was draus zu machen, Junge. Ohne Spaß. Ich würde sagen, das mit den beiden, da geht doch was, oder? Da geht doch, meint ihr nicht? Ich glaube, da geht nichts. Und hier sind wir. Dein neues Zuhause. So, da ist auch schon der kokssüchtige Bürgermeister. Der... ein neuer Farmer. Der auch direkt ein bisschen angespannt, der gute Mann. Willkommen, ich bin Lewis, der Bürgermeister von Pelican Town. Du musst wissen, jeder hier hat schon nach dir gefragt. Es ist nicht jeden Tag, also nicht jeden Tag zieht hier jemand ein. Das ist echt eine krasse Geschichte, eine super nerdige Angelegenheit. Und ja. So, du ziehst also in das Haus von deinem Großvater, in die alte Hütte von deinem Großvater. Ist ein gutes Haus, sehr rustikal. Das sieht man an den diversen Einschusslöchern, die rivalisierende Gangs da reingeballert haben. Rustikal? So kann man das auch auslegen, sagt Robin und freut sich dabei, während sie den Hitlergruß macht? Egal. Krustig wäre wohl... eher so die Tatsache, wie man es ausdrücken sollte, meint sie. Und das ist sehr unfreundlich, meint der Bürgermeister. Und ja, hör nicht auf sie, Hulase-Boy. Sie ist nur
sie möchte dich nur mit dem Haus unzufrieden machen, sodass du bei ihr Haus-Upgrades kaufst für deine Butze. Jetzt ist sie nämlich embarrassed und sagt, zu Recht. Wie dem auch sei, du musst total müde sein von der langen Reise. Du solltest dich erstmal aufs Ohr legen. Morgen, können wir dir mal die Stadt zeigen und so. Und dich selbst vorstellen und so. Und die, Townspeople werden das sehr zu schätzen wissen. Und so. So wird das nämlich sein. Pass mal auf. Oh, und ich hätte es fast vergessen. Wenn du irgendwas vertickern willst, ne, dann packst du das da in diese Box, in die da. Und dann komme ich vorbei in der Nacht, mitten in der Nacht. Weil ich tagsüber einfach nicht genug zu tun habe. Ich bin wie Marcel Darf, ist nur noch schlimmer. Und dann nehme ich das einfach mit. So, egal wie viel du da reinpackst, ich packe mir das auf die Schultern und dann nehme ich das einfach mit und bunkere das bei mir im Keller und du kriegst von mir irgendwelches Schwarzgeld, was ich aus irgendwelchen Regierungsfonds abgeleitet habe. Keine Ahnung, wie wir das machen, aber Tatsache ist, du bekommst dafür Geld von mir. So, viel Glück. Der Major Lewis, voll die Rohkostmafia am Laufen. Und wir hören einen Hahn. Speichere. Okay. Idioten-Tutorial. Shift-Run? Laufe ich nicht automatisch? Doch, natürlich laufe ich automatisch, wollte gerade sagen. Ich schleiche umher, wenn ich das drücke. Also, wir haben eine Bergwerkshütte. Das sieht deutlich anders aus, als das, wie ich es gewohnt bin. Das nehmen wir auch erstmal, moderieren wir erstmal ein bisschen um. So, hier in die Ecke, so da. Den Tisch. Egal. Auf jeden Fall ist alles ein bisschen anders. Was auf der einen Seite nett ist, auf der anderen Seite auch sehr verstörend. Weil ich mich dann nicht auskenne. Hier ins Eck kommst du. So, rumklickern kann man hier, links und rechts. Da kann man hier quasi interagieren. Linke und rechte Maustaste, AWSD, ihr habt es gesehen. So lässt sich die Sache steuern. Wir gucken mal, was das hier ist. Das sieht nämlich verdächtig nach einem Geschenk aus. So, es sind 15 Parsnips-Seeds. Du hast 15 Parsnips-Seeds bekommen. Und da drin ist ein Brief, auf dem steht, hier ist ein kleines Etwas, um dich in Gang zu bringen, von dem Bürgermeister Lewis. Das ist aber ein Mr. Nice Guy. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Also, willkommen bei Stardew Valley, nachdem wir dieses Intro hinter uns haben. Um was geht es in Stardew Valley? Ihr seid quasi aus dem stressigen Leben eines Städters entflohen und werdet fortan auf einer Farm leben, die euch euer Großvater vermacht hat. So ein netter Mensch. Damit das aber überhaupt möglich ist, müsst ihr beim Start erstmal da ein bisschen aufräumen, euch quasi erstmal heimisch fühlen und euch Platz machen, sodass ihr das eine oder andere dort ansiedeln, anbauen könnt. Sonst, ja, es ist also quasi so ein richtiges, ohne Moos nichts los und ohne Fleiß kein Preisspielchen. Und, ja, denjenigen, denen das Wörtchen Harvest Moon etwas sagen sollte, die ihnen brauche ich eigentlich von vornherein gar nichts sagen, denn Stardew Valley ist eigentlich nichts anderes als der, wahr gewordene Traum eines jeden, Harvest Moon Spielers. Sage ich jetzt mal. Also zumindest der Variante vom Super Nintendo von 1997. Wer dazu mehr wissen möchte, darf gerne auf meinem Kanal rumgurken und gucken, ob er da die Videos zu findet. Darum soll es aber im Moment nicht gehen. Schleichwerbung nur am Rande. Wir machen Felder. 15 Stück. Jetzt haben wir schon mal 9. Sind 12. Sind 15. Da bringen wir mal eben ein bisschen Saatgut drauf aus. Ob das auf diesem Gelände das Intelligenteste ist, jetzt hier direkt, ja, hier vorne was anzupflanzen oder so. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, weil dieses Gelände habe ich einfach und simpel noch nicht gespielt. Furchtbar. Ich weiß, das ist faszinierend. Gut, an der Stelle würde ich sagen, wir gehen dann jetzt auch mal wieder in die Stadt. Hier nach rechts und geben uns das restliche Intro des Spiels und dann zeige ich euch noch ganz kurz, was ich bisher... Oh, da muss ich was mitnehmen. Was ich bisher in dem Spiel erreichen konnte. Und dann soll es das auch schon gewesen sein für ein kurz angespielt. Und ich kann euch eigentlich versichern, so kurz wird dieses angespielt gar nicht werden. Aber das liegt einfach ganz simpel und einfach an dem Spiel selbst. Denn, wie erwähnt, auch dieses Spiel wird man nicht an 2 Tagen durchspielen können. Ganz im Gegenteil, es wird euch mehrere Wochen, wenn nicht Monate, wenn nicht Jahre beschäftigen. So, da ist der Kalender. Mehr wollten sie mir damit nicht teilen haben lassen. Er will nicht mit mir reden oder so. Keine Ahnung. Hallo? Es ist eine Freude, dich kennenzulernen. Ich bin Harvey, der lokale Doktor, also der örtliche Doktor. So, da ich mir ja gerade nicht abgeht. Und ganz im Ernst, ihr werdet dieses Gebäude
Ich bin jetzt einfach mal so forsch und sage es, wenn ihr nicht gerade Harvey klar machen wollt, werdet ihr dieses Gebäude im Leben nicht brauchen. So, genug gespoilert an der Stelle. Ha, es ist Mr. Hulaseboy, the new farmer. Ich bin Pierre, Besitzer des, lokalen General Stores, keine Ahnung. Wenn du noch Saatgut suchst, dann bin ich die Source für deinen Shit. So, also kauf deinen Quatsch hier zu einem guten Preis. Haben wir hier, ich glaube, Mani heißt sie. Ah, der Major, der Bürgermeister Lewis hat gesagt, du würdest herkommen. Ich bin Mani. So, aber mehr sagt sie erstmal nicht. So, ich hole mir einige Supplies, Waren für meinen Saloon. Pierre hat den geilen Shit, sagt er, aber er stellt sich nicht vor, das heißt, er ist Mr. Nice Guy, er will eigentlich gar nicht, dass wir wissen, wer er ist. Er will auch am besten, dass wir gleich wieder ausziehen und überhaupt nicht länger mit der Geschichte hier beschäftigen. Finde ich sehr human von ihm. Guck mal hier mal bei Onkel Grete und so. Es ist eklig, diese ganzen neuen Leute zu kennenzulernen, oder? Sagt George. Mein Name ist George, neben Bear. Und jetzt verpiss dich. Ja, so gefällt mir das. So, hallo und willkommen in unserem kleinen Community, mein Lieber. Ich bin, du darfst mich Granny nennen, wenn du möchtest. Nö. Mach ich einfach nicht. Und, ja, jetzt quatschen wir ihn noch an. Oh boy! Du bist also der neue Typ, ne? Ja, cool. So, okay. Und, ja, das ist quasi so. Stardew Valley Sachen anbauen, später noch ganz andere Sachen haben. Und das war quasi das Intro, würde ich an der Stelle sagen. Denn ihr wollt nicht wirklich, dass ich jetzt nur mit den ganzen anderen Leuten hier rede, denn das ist das Video allein mindestens 45 Sekunden... Was rede ich? 45 Minuten deswegen lang. Deswegen würde ich sagen, wir canceln die ganze Geschichte an der Stelle, indem wir uns vor diesen Brunnen stellen und auf Escape drücken. Und einfach mal sagen, Exit Game. Aber nicht zum Desktop, sondern ich würde eigentlich ganz gerne laden. Das muss doch auch irgendwie gehen. Das macht mich traurig, dass ich das entweder verpennt habe oder einen Schnitt einbauen muss. Ich muss scheinbar einen Schnitt einbauen, was ich quasi jetzt tun werde. So, da sind wir auch schon wieder zurück im Menü. Hier unser eben angelegter Spielstand Hulaseboy am 1. des Frühlings. Aber es gibt natürlich noch weitere Spielstände, unter anderem Michael, unter anderem Abecha und unter anderem Biene. Die sind allerdings so weit gekommen. Am weitesten vorangeschritten ist der gute Michael. Das ist quasi mein Account, auf dem ich mittlerweile immerhin schon 54 Stunden rumgedattelt habe, wenn ich es richtig sehe. Und da würde ich jetzt sagen, gucken wir einfach nochmal rein, einfach mal, um auch ein bisschen aufzuzeigen, was man in diesem Spiel erreichen kann. Wie gesagt, die Anfangslandschaft ist eine andere, aber sonst dürfte das eigentlich so ein bisschen für sich sprechen. Genau. Warum auch immer mein Menü aufgeht, egal. Also hier sieht man schon ein deutlich größeres Haus. Einen Klotz, den ich abbaue, ohne es zu wollen. Und die Tatsache, dass im Moment der Sommer vorherrscht. So. Also, das sieht gar nicht mehr so unstrukturiert aus, wie ihr es vielleicht eben gesehen habt. Nein, ganz im Gegenteil, da ist ein bisschen mehr Struktur schon mit reingekommen. Einfach mal, um zu zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn man so eine Ernte vornimmt, würde ich sagen, wir nehmen uns einfach mal hier den ganzen Quatsch hier mit und freuen uns, dass der fertig ist. Den könnten wir jetzt preisträchtig verkaufen oder an die lokale Bevölkerung verschenken. Hier sieht man übrigens auch so kleine Sprinkler, die einem das Ganze ein bisschen vereinfachen, insofern, dass man hier nicht mehr jeden Tag gießen muss. Da unten müsste ich es trotzdem. Aber da ich mittlerweile eine etwas aufgetunte Gießkanne habe, ist das Ganze gar nicht mehr so schlimm. Da geht das relativ fix, man muss nicht mehr jedes Feld einzeln bestellen. Ich habe auch das eine oder andere Tier. Die laufen hier draußen rum und machen ganz viel Quadratatsch. Also hier Hühner und Enten. Und die müssen jeden Tag gepettet werden. Hardcore-Petting nennt man das auch. Dafür kann man dann aber auch da reingehen und denen ihren Scheiß klauen. Wenn die den ganzen Tag draußen sind und Spaß haben, kann man reingehen und ihr Zeug wegrippen. So gehört sich das. Also nicht anders. So, und da drüben haben wir zum Beispiel einen ganz besonderen Kollegen, mein Schwein. Das da heißt Gitcher, warum auch immer. Ich glaube, das war so ein zukunftsgenerierter Name. Hier aus meiner Käsepresse ein bisschen Käse. Gucken wir mal in meinen Stall, wo absolut nichts ist, weil die ganzen Tiere draußen rumlatschen. Schafe. Hier hatte ich die Katze genommen. Ja, ja, so ist das. Hier meine Eier pressen, wo ich jetzt Mayonnaise rausgeneriert habe. Und hier drüben gibt es noch ein bisschen Post. Lieber Michael, du bist so ein guter Nachbar, denn auf diesem Spielstand bin ich einfach der absolute Traumnachbar. Da dachte ich dir, ich schenke dir mal ein bisschen Shit vorbei, damit du da besser auf deine Viecher aufpassen kannst.
So, keep up the good work. Also, bleib am Ball, Mani. Und dann nehmen wir natürlich auch gerne die 30 Einheiten Heu, die uns da Mani zugesendet hat. Mani ist so eine liebe Nette. Die haben wir eben kurz kennengelernt in dem General Store, den ihr eben gesehen habt. Na, ich habe hier übrigens ein bisschen mit dem Zoom-Level gespielt. Also eben war quasi so. So haben wir gestartet und ich spiele halt so. So, für mehr Übersicht und so. So ist das hier. Da gibt es schon mittlerweile ein Gewächshaus, wo man das ganze Jahr irgendeinen Shit anbauen kann. Da gibt es diese krasse Höhle, die dank dem ortsansässigen Wissenschaftler zu irgendeinem Pilzfarm-Ding umgefunktioniert worden ist. Und überhaupt und sowieso. Und ja, ne? Also das quasi so ein bisschen zum Vorher-Nachher-Vergleich. Auch wenn die Landschaften ein bisschen unterschiedlich waren. Aber das Wichtigste ist... Oder was nicht das Wichtigste... Oh, das Luau. Es ist auch noch irgendein Special-Fest heute. Da will ich aber eigentlich nicht hin. Das Wichtigste ist, es gibt ein Pferd. Damit kann man sich ein bisschen schneller fortbewegen. Das macht die ganze Sache ein bisschen angenehmer. So ist das. Dann gehen wir nochmal auf ein paar Menüs ein, denn dann sind wir auch schon fast wieder am Ende. Gibt es nochmal ein paar Basics hier. Also das ist euer Inventory, wie es der eine oder andere von meinen Test-Voxelands und Minecraft kennen könnte, aber auch von jedem anderen Spiel, was in die Richtung aufgebaut ist. Man kann im Vergleich zu Harvest Moon richtig viel Shit mitnehmen, also richtig viel Zeug mit sich rumschleppen, aber erst nachdem man zwei Backpack-Updates hier sich gekauft hat, ein bisschen teuer, dann gibt es noch ein bisschen hier, ne, so Sachen, die man sich anziehen kann, so Special Rings, die einem Fähigkeiten geben, ein paar schöne Schuhe, meine Katze heißt Mr. Kratz, mein Pferd heißt natürlich Mr. Ed. Dann gibt es hier meine Skills, Level 10, Level 8, also im Farm Level 10 und so weiter und so fort. Also, ne, selbsterklärend, diverse Sachen gibt es, die man finden kann, die einem dann helfen. Social sieht man hier, dass alle möglichen, dass ich den örtlichen Penner mehr liebe als meine Freundin. So ist das nun mal, so bin ich, so ein Mensch bin ich. Und diese ganzen Leute, die wollen von euch bespaßt werden, die wollen von euch geliebt werden, die wollen von euch befreundet werden. Das heißt, das Spiel bietet wahrlich extrem viele Möglichkeiten, da irgendwie sozial tätig zu werden. Und mit verschiedenen Cutscenes zwischendurch, die dann quasi, wo es darum geht, dass ihr richtig reagiert, damit ihr die Freundschaften ausbauen könnt und so weiter. Eine Karte, eine Übersichtskarte, wo ihr seht, wo was ist, gibt es auch, die wir jetzt mal wieder schließen. Ein Crafting-Menü. Für diejenigen, die nicht genug davon bekommen können, kann man zum Beispiel hier, man hat gerade Holz im Inventar, da macht man sich aus dem Holz halt einen verwitterten Floor, den man dann zugleich in sein Inventar legt. Und dann irgendwo auf der Farm platzieren kann. Nur um sich darüber zu freuen, dass man jetzt verwitterten Floor auf seiner Farm rumfliegen hat. Zum Dekorieren. Aber auch viele andere, viel interessantere Sachen hier. Kisten und sowas könnte man hier basteln. Komm, ich mach das einfach mal. Zack. Bumm. So. Affe tot. Pferd auch. Hier seht ihr, was es alles so gibt. Was ihr schon quasi erforscht habt und was noch nicht erforscht ist. In dem Sinne alles, was man irgendwie mal verkauft hat. So, das gleiche gilt auch für Fische, Artefakte und so weiter und so fort. Achievements, bla und blub. Options und den bekannten Button hier von wegen Exit Game. Außerdem gibt es noch das Community Center, wo ihr tunlichst dafür sorgen solltet, viele, viele Sachen hinzubringen, um die entsprechende Dings zu bekommen. Reward, das Community Center zeige ich euch nochmal. Das ist nämlich gar nicht mal so unrelevant. Es geht also darum, ich erkläre das auf dem Weg dahin ganz schnell, es gibt ein Community Center, das ist total verwittert und verrotzt, also da hat sich niemand drum gekümmert und eure Aufgabe ist es quasi, entweder dieses Community Center mit diversen Beschenkungen und der örtlich ansässigen Kobold- oder Fantasiewesen-Bevölkerung wieder aufzubauen oder aber das Ganze an die Joja Corp zu verscherbeln, sodass sie da irgendwie ein Warenhaus rein errichten können. Das ist also dieses Community Center. Hier, man sieht es noch in der Mitte ein bisschen verwichst. Da fehlt noch was. Hier ist schon alles wieder ein bisschen aufgebaut. Geht ganz gut. Und, ja, irgendwann ist es halt alles wieder schön und dann freuen sich quasi alle, die hier so wohnen, dass das Community Center wieder lebt, so wie es früher einmal war. Die guten alten Zeiten und so, werden sie sich nicht danach zurück. So, und jetzt tun wir nochmal irgendwie in der Hoffnung, dass wir jemanden finden, mit irgendwem sozial interagieren. Hier können wir nicht runter. Schmeißen ihm einen Red Cabbage vor den Kopf, nur um zu gucken, ob er reagiert. Und wenn ja, wie? Hier der Pierre, der Drogenabhängige, it's locked. Der hat keinen Bock mehr zu reden, weil gerade ja eigentlich das Luau ist. Okay, ich glaube, es ist überall locked. Da ist der Bürgermeister Lewis, der sich an diesem wunderschönen... Da ist eine blonde Tante, der wir jetzt diesen Rotkohl geben. Und sie sagt, das ist ein derart bescheuertes Geschenk, dass wir uns am besten gleich am nächsten Baum hängen sollen. Naja, macht aber nichts, denn Haley will man eh nicht daten. Haley ist blond. So. Das sollte jetzt nichts pauschal gegen Blondinen gehen.
aber gegen Haley. Okay, und sehr viel mehr möchte ich mir zu diesem wunderschönen Spielchen, wo es eine Milliarde Dinge zu entdecken gibt, eigentlich gar nicht mehr auf- oder einfallen. Wenn ihr diesen Titel noch nicht besitzt, aber gerade ein bisschen Kleingeld in der Tasche habt und auch mit dem Genre an sich etwas anfangen könnt, lege ich es euch wärmstens ans Herz. Der Entwickler ist der festen Überzeugung, dass da irgendwann, irgendwie, irgendwo nochmal eine Art Netzwerkmodus dazukommen soll. Zumindest ist das der Plan. Ist halt die Frage offen, ob das noch passieren wird, weil, ich weiß nicht, mittlerweile hat er das Ding rausgebracht auf Xbox, auf PlayStation 4, auf, ich weiß gar nicht wo, überall. Und ja, ich weiß nicht, ob da noch so das Interesse dran besteht, da jetzt noch irgendwie Features beizuflanschen, aber es steht in der Timeline, Multiplayer-Support soll, ist zumindest nicht ausgeschlossen und spätestens dann wird es ja wohl sehr, sehr interessant. Das soll es erstmal soweit gewesen sein. Wenn ihr noch irgendwelche Anschlussfragen habt oder mir generell etwas sagen möchtet, dann benutzt doch bitte den Kommentarbereich oder besucht mich bzw. uns auf folase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und das war für euch Stardew Valley, ein kommerzieller Titel für kleines Geld, der an das sehr, sehr alte, aber doch brillante Harvest Moon von 1997 und auch alle anderen Teile, die danach kamen, andockt und jo, mehr gibt es an der Stelle eigentlich gar nicht zu sagen. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich, macht das gut, hört rein. Tschüss! Und ja, ich denke mal, ich werde dann doch vielleicht mal dem Luau am Strand beiwohnen.